Ja, wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen hier bei WHS Health Invest. Mein Name ist Stefan Fröhlich. Es ist wieder mal soweit. Wir machen Webinar und zwar zu einem ganz heißen und interessanten Thema. Es geht um das Thema Inflation. Das interessiert uns ja alle und sollte uns auch als Trader interessieren, weil es ist einer der wichtigsten Treiber sozusagen der Märkte. Denn davon hängt dann wiederum ab, wie eine Notenbank die Zinsen stellt, also senkt oder sie auch anhebt. Und das wiederum beeinflusst dann die Märkte sehr massiv, sodass wir davon auch partizipieren können. So, dann, man nennt das dann Volatilität, ja, dass also ein bisschen mehr Bewegung in den Markt kommt. Und deshalb ist das Thema so wichtig, das auch immer mal wieder zu beleuchten. Und einer derjenigen, der das meiner Meinung nach am besten beherrscht, dies auch ein bisschen zu analysieren und auch ja, in seinem eigenen Trading extrem gut berücksichtigt. Er ist ja immerhin schon seit Anfang der DTB am Start. Ja, das ist jetzt dann auch über 30 Jahre, wo er schon im Geschäft ist und vom Traden sozusagen lebt, also Profitrader ist. Und seine Gedanken zum Thema Inflation sind immer wieder spannend. Deswegen dachte ich, wir machen mal wieder ein Update heute zum Thema eben, wie geht es weiter mit der Inflation? Da freue ich mich, einer der bekanntesten und besten Trader Europas hier im Webinar begrüßen zu können. Birger Schäfermeier von der European Trading Academy auch noch. Ja, die hat er auch noch. Von der TRADAC ist er auch noch mit dabei. Also herzlich willkommen, lieber Birger. Schön, dass du wieder mal bei uns bist. Ja, danke, Stefan. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben gerade schon ein bisschen festgestellt, der Ton ist etwas dumpf, lässt sich leider auch nicht beheben. Wir geben unser Bestes, hier ordentlich und ruhig zu sprechen, sodass man mich versteht. Wenn nochmal Nachfragen sind, gerne im Chat dann auch stellen. Und ich freue mich jetzt eher ein bisschen über das Thema Inflation zu reden, wie es auch die Börsen beeinflusst, wie es vielleicht auch unser Leben beeinflusst. Ja, und was so interessante Strategien sein können in Zukunft an den Märkten, insbesondere ja, vielleicht auch was an den Währungsmärkten, aber auch an den Aktien- und Zinsmärkten, die zukünftigen Inflationserwartungen und die Entscheidung der EZB beeinflussen wird. Genau. Und da gebe ich dir gleich mal im Bildschirm dann rüber. Ich sage. So, okay. Da sind wir. Tragen wir mal ein Bildschirm. So. Okay. Jawohl. Da haben wir ihn. Sehr gut. So, und da werden wieder alle Mittel eingesetzt. Inklusive Reuters, denke ich mal. Nicht Reuters, Google, Bloomberg habe ich da natürlich auch. Genau. Ja. okay, dann viel Spaß. So. Dann, ja, müsste jetzt. Moment, vorne mein Bildschirm sollte. So. Ja, sieht man gut. Ja. Sollte der sichtbar sein, ne? Ja, genau. Genau, jetzt müssen wir eigentlich nur noch übertragen. Okay, ja. Okay, fantastisch. Also, ja, starten wir mal einfach mit der Thema Inflation wird ja immer verbunden mit der Geldmenge, mit dem Geld, was im Umlauf ist und widerspiegeln, was dem Geld, was im Umlauf ist, ist eigentlich am besten immer die Bilanz der Zentralbanken. Und was wir hier sehen, ist die Bilanz der EZB. Und man konnte ganz gut sehen, ja, dass wir so mit Beginn der Finanzkrise die Notenbank richtig Gas gegeben hat, hier Geld und noch mehr Geld in Umlauf zu bringen. Und die Befürchtung ja, von ganz, ganz vielen war schon 2009, 2010 und insbesondere nach der Griechenland-Krise. Ui, ob dieses neu geschaffene Geld, ob das nicht zu Stress führen wird und ob das nicht eine Inflation verursachen wird. Ich habe damals immer wieder vertreten auf ganz vielen Seminaren, Webinaren meine These, das Geld alleine reicht nicht aus, um Inflation zu schaffen, sondern ja, es muss sozusagen erst in der Realwirtschaft wirken und dafür braucht es einen Zündfunken. Und solange das nicht passiert, bleibt das Geld in einem geschlossenen Kreislauf der Banken. Und verursacht natürlich trotzdem auch eine Inflation, aber das ist eine sogenannte Asset Price Inflation. Asset Price Inflation heißt, dass alles, was Vermögensgüter betrifft, weil das Geld eben nicht über die ganze Volkswirtschaft verteilt ist, sondern eben nur bestimmten Marktteilnehmern zur Verfügung steht, dass das zu deutlichen Preissteigerungen im Vermögenssektor führt.
Das ist passiert. Wir haben also den Aktienmarkt sehr stark nach oben gehen sehen. Wir haben den Immobilienmarkt sehr stark nach oben gehen sehen. Und ja, jeder, der im Vermögenssektor involviert war, hat diese Art von Inflation natürlich wahrgenommen. Aber das ist natürlich, sagen wir mal so, wenn du Vermögen besitzt, immer sehr, sehr positive Inflation, denn das, was du hast, wird mehr wert. Im Verhältnis zur Realwirtschaft heißt, du wirst tatsächlich auch wirklich reicher. Das ist ja so ein bisschen anders, wenn du jetzt einen tatsächlichen Kaufkraftverlust erleidest. Das heißt, wenn dein Lohneinkommen plötzlich nicht mehr die Kaufkraft hat, die es vorher hat, dann ist natürlich die Inflation schlecht, dann ist die Inflation böse. Aber in diesem Fall ist, wenn du Vermögensgüter besitzt, die Inflation ja definitiv erstmal eine willkommene Sache, denn deine Vermögensgüter werden mehr wert. Und man kann gut sehen, eigentlich, dass so mit Corona die EZB nochmal richtig, richtig Gas gegeben hat, das heißt, hier ihre Bilanzsumme ausgeweitet hat. Und wir sehen so, dass im Prinzip, wenn wir mal gucken, 2024, wir nehmen jetzt mal hier so ja, die letzten 6 Jahre bis 2018 oder sogar 8 Jahre bis 2015, dass 2 Drittel des gesamten Geldes, was geschaffen wurde, im Prinzip erst in dieser letzten Zeit erschaffen wurde. Und das habt ihr ja auch an den Aktienmärkten gesehen, wie die explodiert sind. Und lange Zeit war die EZB der Meinung, dass die Inflation, die dann plötzlich in der Realwirtschaft losgetreten wurde nach Corona durch tatsächlich den Zündfunken Lieferengpässe und einer Defragmierung der globalen Welt, dass wir plötzlich nicht mehr den freien Handel hatten, so wie wir ihn vor Corona kannten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, viele Häfen in China sind stillgelegt worden während Corona, Lieferketten wurden unterbrochen. Plötzlich gab es Knappheit und Märkte reagieren bei Knappheit immer mit Preissteigerungen. Und diese Preissteigerungen, die führten dann in eine Inflation nach 2020 hinein, die die EZB erst noch als vorübergehend eingestuft hat, dann aber erkennen musste, nee, wir haben hier plötzlich ein Problem und hat dann begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Und hat auch versucht, das sehen wir hier, wieder Geld aus dem Markt rauszuziehen. Also seit 2022 verkürzt sie sozusagen ihre Bilanz. Und dieses restriktive Verhalten, das hat ja auch an den Aktienmärkten gesehen, dazu geführt natürlich, dass wir am Aktienmarkt deutlichen Rückgang gesehen haben, der jetzt aber vorbei ist, obwohl noch hier die EZB restriktiv agiert, weil Marktteilnehmer sagen, naja, wir schauen ja auch voraus. Und wenn wir uns das mal so angucken, und diese Rallye, die ist so in 2023 richtig losgegangen, dann wird die EZB die Zinsen in 2024 senken. Und die gleiche Geschichte, die läuft eigentlich parallel in den USA, können wir hier einen Blick drauf werfen. Ja, da hatten wir eben hier, das ist die Bilanz der Fed, die auch so krass ausgeweitet wurde. Also es ist parallel das Gleiche in den USA passiert. Und auch hier hat man versucht, das Geld wieder ein bisschen einzusammeln. Aber die Märkte hatten noch Ende 2023 im Oktober gesagt, ja, 6 Zinssenkungen wird es wohl geben in 2024. Mittlerweile hat man da Abstand von genommen und ist so bei 2 Zinssenkungen angekommen. Im optimistischen Fall, im pessimistischen Fall ist es in den USA noch eine. In Europa haben wir jetzt die erste Zinssenkung gesehen im Juni. Und da wird dann diskutiert, naja, okay, wir gehen jetzt in die Sommerpause hinein. Die Zentralbanken haben eine Sommerpause. In dieser Sommerpause werden keine Zinsentscheidungen getroffen. Wir haben zwar noch einen Termin im Juli, aber im August ist dann Pause, aber wird es wohl im September und dann wahrscheinlich nochmal im Dezember, sofern die Datenlage es zulässt, dazu kommen, dass die EZB die Zinsen senken kann. Das alles hat positiv auf die Märkte gewirkt und hat natürlich auch dazu geführt, dass S&P, DAX, dass diese Märkte nach oben gegangen sind und dass mit dieser Zinsfantasie, also dass man gesagt hat, naja gut, sinkende Zinsen sind per se gut für den Aktienmarkt, weil der Zinsmarkt immer eine Konkurrenz zum Aktienmarkt darstellt, dass die Aktienmärkte eigentlich in 2024 bisher sehr, sehr gut performt haben. Wir hatten gestern noch oder vor kurzem noch den S&P an den All-Time-Highs. Der DAX ist ein bisschen schon davon entfernt, er ist schon in eine kleine Korrekturbewegung eingetreten, aber da ist tendenziell natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. So, und dann fragen wir uns jetzt natürlich, okay, wie geht das jetzt weiter? Wenn
wenn die Inflation hier vorbei ist, was bedeutet das für die Märkte, was bedeutet das für die Zinsen, wird diese Zinsfantasie gefüttert sozusagen von den Notenbanken oder hat man sich da erneut geirrt? Denn nochmal, es gab einen Fehler 2021, 2022, wo man sagte, Inflation ist nur vorübergehend. Und jetzt sind die Prognosen so von der EZB, dass man sagt, naja, nee, wir haben jetzt eigentlich, wenn wir uns jetzt das angucken, wir können hier mal bei unserem Bloomberg drauf gucken. Und dann sehen wir hier den sogenannten Futures-implizierten Zinssatz. Und das sind so die Erwartungen, wo die Zinsen hingehen. Und wir sehen hier Einlagefazilität 3,75. Ja, und wir sehen dann hier, das ist so ungefähr ein Zinsschritt im September, ne, und ein zweiter Zinsschritt im Dezember. Das heißt, die Märkte sind hier in ihren Erwartungen eigentlich ganz, ganz klar, dass das jetzt weiter nach unten geht. Und wir sehen hier auch die letzten Schlagzeilen, Lagarde sieht bumpy road on inflation. Das heißt also, die sieht jetzt hier, es gab heute eine große Konferenz, wo Powell da war, wo Lagarde da war, ja. Wir sehen hier, das sind alles Kommentare, die heute gerade kamen. Und wenn man sich so die Kommentare anguckt, dann stapeln so Notenbanker immer so ein bisschen tiefer. Das heißt, dass sie jetzt dem Markt nicht unbedingt eine Zinssenkung versprechen, das immer so ein bisschen an eine Bedingung knüpfen, aber schon sagen, naja, eigentlich wollen wir die Zinsen senken, wir brauchen aber auch natürlich so ein bisschen eine Rechtfertigung. Wir wollen mal gucken, wie dieses Thema Inflation in 2024 denn wirkt. Und was ich hier gemacht habe in dieser Grafik, das ist eine Funktion, die ist sehr interessant, die bietet das Bloomberg-System eben auch. Und zwar zählt sie an alle Anzahl der Nachrichten, die überhaupt irgendwo erscheinen, in Social Media, im World Wide Web, bei Bloomberg selber, die eben das Thema in der Schlagzeile haben, Inflation. Und da sehen wir, ne, 2019, 2020, da war das alles nicht in den Headlines drin. Und die Märkte hatten eher so sich auf andere Themen konzentriert. Und 2021 zog das dann an und hier im Peak 2022, da waren die Inflationssorgen am größten. Und das spiegelt sich eben auch in diesem Marktsentiment der Inflation wieder. Wir sehen, das Ganze ist zurückgekommen, aber stagniert auf einem hohen Niveau in 2020. Das heißt also, wir sehen hier durchaus, dass wir in 2024 immer noch hohe Schlagzeilenthema haben und dass die Inflation hier noch längst nicht besiegt ist. Und man muss natürlich die Frage stellen, okay, wohin geht sie denn? Also wie wird sie gehen? Ich zeige euch mal zwei Grafiken. Also wir hatten, wie gesagt, hier in 2022, da war die Inflation über 8% in den USA. Da waren wir eben auch in den News so mit dem Thema beschäftigt. Und wir sind von diesen 8% runtergekommen auf 3,3. Kann man sagen, ist noch nicht am Ziel. Die Notenbanken haben ein 2%-Ziel, aber ist auf dem richtigen Weg. Nur wir sehen ja auch, seit 2023 stagniert das hier. Und das heißt, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Also wenn man jetzt sieht, die Inflationsrate ist nach unten gekommen, heißt das nicht, dass die Inflation verschwunden ist. Weil die Inflation wird immer auf 12 Monate gemessen. Das heißt, man vergleicht den Preis jetzt, Juni 2024, mit dem Preis Juli 2024. Und wenn wir hier eine Preissteigerung von 3,3% haben, heißt das, dass die Preise nochmal höher sind als letztes Jahr im Juli. Und das bedeutet, ja, wir haben noch immer ein Thema von Preissteigerungen da, nur die Sprünge, die Preissprünge, die sind nicht mehr so hoch wie noch im Sommer 2022. Da hatten wir tatsächlich 8% Sprung, was richtig, richtig viel ist. Aber naja, über die Zeit sind 3,3% auch viel. Und auch wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel fast an die 2,2 drankommen, das sind jetzt die aktuellen Inflationszahlen, also hier die Inflation wirklich deutlich zurückkommt, kann man sagen, naja, wenn wir uns das mal auf einer Gesamtschau anschauen, ja, dann haben wir, ich habe jetzt hier eine Grafik seit den 70er Jahren, eine kontinuierliche Geldentwertung. Das heißt, selbst wenn die Inflation im Rahmen der
Zielzone von der EZB ist oder auch der amerikanischen Zentralbank bei 2%, wird unser Geld entwertet. Und zwar kontinuierlich. Wir sehen diese kontinuierliche Geldentwertung, das ist einfach ein Phänomen unseres Geldsystems. Ja, und natürlich bedeutet das, das kennt jeder selber, ne? Ein paar Schuhe, die sind natürlich heute fast doppelt so teuer wie noch vor 20, 30 Jahren. Ja, und das sehen wir natürlich auch hier. Also das misst jetzt dieser Graph nicht ein paar Schuhe, aber insgesamt natürlich Wirtschaftsgüter und Konsumgüter. Und über die Zeit, ne, jedes Jahr 2%, nochmal 2%, danach, es ist wie so ein kleiner Hobel, der die Kaufkraft eben auch über die Zeit weghobelt. Und richtig dramatisch wurde es eben hier nach Corona, wo nämlich die Bewegung begann, sich hier zu beschleunigen. Und da wurden natürlich auch Ängste von vielen Marktteilnehmern, wurden Ängste wach, dass man in so eine Situation kommt wie in den 20er Jahren, also wie vor 100 Jahren in Deutschland, wo die Inflation komplett außer Kontrolle geriet und in eine Hyperinflation aufgrund dieses vielen Geldes, was ja eben, das habe ich euch ja gerade gezeigt, von den Zentralbanken dort geschaffen wurde. Jetzt muss man sagen, warum macht denn eine Zentralbank nicht einfach einen Preisstabilität bei 0% anstatt bei 2%? Da muss man sagen, ja, also das hat folgenden Grund. 0%, das ist dann nah an dieser Deflationsgrenze. Und Deflation ist ein Thema, was viel, viel schwieriger zu kontrollieren ist als Inflation. Inflation, das haben wir jetzt auch gesehen, kannst du relativ einfach kontrollieren, indem du einfach hingehst und die Zinsen erhöhst. Dann übst du Druck auf und die Inflation geht zurück. Das haben die Zentralbanken gemacht und das hat auch wunderbar funktioniert. Das Thema, was wir die Jahre da einfach so, nämlich dass du, wenn du deine Zinsen senkst, eben das Problem hast, irgendwann kommst du an die Nullgrenze und dann musst du Negativzinsen machen und damit sind viele, viele andere negative Effekte verbunden. Und Deflation funktioniert so, John Maynard Keynes hat das mal in einem ganz guten Beispiel erklärt. Also stellt euch vor, in einer Wirtschaft, die also im Gleichgewicht ist und jetzt erwarten. Und weil sie sinkende Preise erwarten, also keine Inflation, sondern eine Deflation, sagen sie, warum soll ich jetzt kaufen, wenn ich morgen oder in einem Jahr doch die Güter billiger bekomme? Also alles, was du dir anschaffen kannst, dass du sagst, ich stelle meine Anschaffung zurück. Na, was passiert in so einem Fall? Die Menschen geben ihr Geld nicht aus, in der Erwartung, etwas günstiger kaufen zu können. Und die Firmen haben natürlich dann weniger Nachfrage, weniger Umsatz und denken, okay, was ist los? Und gehen in ihrer Produktion nach unten und beginnen, Leute zu entlassen. So, diese Leute, die entlassen werden, die haben natürlich auch keine Kaufkraft mehr, weil sie eben arbeitslos geworden sind. Und die Produktion ist ja auch nach unten gefahren. Und dadurch sinkt die Nachfrage noch weiter. Und das kann eine sogenannte Deflationsspirale hervorrufen, wo eine sich selbst erfüllende Erwartung sozusagen die Wirtschaft wirklich in die Krise treiben. Und diese Deflationen, die haben wir in der Finanzgeschichte schon häufiger erlebt. Und die sind unglaublich schwierig, wieder in eine positive Spirale in den Griff zu kriegen. Deswegen sagen Zentralbanken, ein bisschen Inflation ist gar nicht so schlecht, weil A, können wir Inflation besser kontrollieren als Deflation und B, es ist ja so, wenn ich befürchten muss, dass mein Erspartes weniger wird durch Inflation, dann bringe ich es wieder in den Umlauf. Und das Geld unter dem Kopfkissen, das hat keine Kaufkraft. Ja, oder beziehungsweise entfaltet keine. Das entfaltet keine Nachfrage, so müssen wir sagen. Aber das Geld, was ich sozusagen reinbringe in die Realwirtschaft, das entfaltet Nachfrage und das kurbelt die Wirtschaft an und dann läuft eben das Ganze. Deswegen ist so ein bisschen Inflation gewollt. Einige Leute sagen immer, ja, aber die Staaten wollen ja auch Inflation. Die wollen, dass ihre Schulden weginflationiert werden. Aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Denn diese Rechnung, die würde nur dann aufgehen, wenn ein Staat sozusagen seine Schulden nicht mehr neu aufnehmen würde, sondern gewillt ist, die abzubezahlen. In dem Fall würde ihm natürlich helfen, wenn die Währung Inflation, dass er sozusagen relativ
einfach seine Schulden zurückzahlen kann, aber nicht, wenn er eine neue Schuldenaufnahme macht, weil das müsste er auch im inflationierten Geld machen. Den einzigen positiven Effekt, den ein Staat hat, ist die sogenannte kalte Progression, dass du als Arbeitnehmer natürlich mit Inflation höhere Löhne reinrutscht und dadurch mehr Steuern. Definitiv, nämlich dass Firmen eventuell auch nicht mehr so viel Steuern. Das kommt so ein bisschen aus dem Reich. Das sind nicht die Effekte. Warum Staaten Inflation tolerieren, wie zum Beispiel in der Türkei, wie zum Beispiel in Argentinien, ist, dass sie Notenbanken haben, die sich nicht um Geldentwertung kümmern, um Preisstabilität und die Zinsen nicht im richtigen Moment anziehen. Ja? Und wenn du die Zinsen im richtigen Moment anziehst, und das sehen wir ja hier, hat Europa dann gemacht, die EZB hat reagiert, auch wenn sie spät reagiert hat. Sie hat sozusagen einen Time-Lag gehabt. Die USA hat reagiert, sie hat einen Time-Lag gehabt. Sie haben die Zinsen angezogen und dann hast du die Inflation auch wieder in den Griff bekommen. Also das funktioniert schon ganz gut, das hat auch ganz gut funktioniert. Und natürlich ist jetzt hier die Frage, wie geht es weiter? Tut sich tatsächlich die Chance auf, für die EZB hier weiter die Zinsen senken? Denn wir sind ja jetzt in Deutschland bei 2,2, aber insgesamt bei Europa etwas höher. Und da müssen wir uns die Frage stellen, das Gleiche gilt für die USA. Die Volkswirtschaften sind nicht gleich, aber trotzdem in vielen Sachen ähnlich. Und hier in dieser Grafik sehen wir mal in dem Bloomberg den Anteil, was einerseits bei der Inflation auf Unit Profit Margins, also Stück Kosten, die Margins geht und was Unit Labor Cost, also die Stückkosten, Arbeitsstückkosten zurückgeht. Und wir sehen, dass eigentlich die Inflation zum Schluss jetzt nur noch getrieben wird durch eine Sache und das ist durch höhere Lohnkosten. Und das haben wir ja schon noch gesehen. Es sind hier dicke Tarifabschlüsse gemacht worden und diese Tarifabschlüsse, den Leuten steht das Geld definitiv zu. Absolut ist es auch positiv, wenn die Reallöhne steigen. Das heißt, also wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, das kurbelt auch das Wirtschaftswachstum natürlich wieder an, aber es hält die Inflation eben auch am Laufen, weil natürlich jeder versucht, für sich selber zu sorgen. Und das bedeutet natürlich, wenn die Firmen höhere Löhne bezahlen müssen, logischerweise, dass sie dann auch versuchen, diesen Verlust wieder zu kompensieren durch höhere Preise für ihre Güter. Und diese höheren Güter führen dann wieder zur Inflation. Und das führt dann wiederum auf der anderen Seite zu, dass die Löhne wieder erhöht werden. Man nennt das eben diese bekannte Lohnpreisspirale. Ja. So, und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen angucken, was so die EZB sagt und was auch die Bloomberg-Analysten sagen, dann sagen die, ja, okay, wir haben noch Inflation, aber die kommt tatsächlich hier runter, die kommt hier in diesem Bereich in 20, wir sehen, die EZB ist doch in 2024 mit den Inflationsprognosen über 2%. Aber in 2025 haben wir dann hier eine heile Welt und sind da drunter und dann bleiben wir auch da drunter. So, und da ist jetzt die große Frage zu stellen, stimmt das? Bleibt das so? Weil, wie gesagt, die EZB sagt, naja, wir wollen die Zinsen senken, aber wir wollen eigentlich nur mal so ein bisschen Wirtschaft gehen. Ihr geht jedes Jahr ins Restaurant. Naja, ich stelle zum Beispiel bei uns, der Bäcker hat am Feiertag nicht mehr auf, weil er keine Leute findet, die da arbeiten. Der verkürzt seine Öffnungszeiten, weil er keine Leute findet, die da mal arbeiten. Und im Restaurant möchte ich einen Tisch haben und ich sehe auch, dass das halbe Restaurant leer ist, aber ich kriege keinen Tisch reserviert und auf Nachfrage wird mir dann gesagt, ich würde gerne Ihnen einen Platz geben im Restaurant, aber ich habe auch den Raum, ich habe auch den Tisch, ich habe auch die Ausstattung, aber ich habe zu wenig Personal und kann deshalb nur die Hälfte meiner Tische besetzen. Und das zieht sich durch die ganze Wirtschaft durch. Also wir hatten zum Beispiel in NRW, habe ich jetzt eine Statistik gelesen, 80 Millionen wurden bereitgestellt für Radwege, also um die Infrastruktur zu verbessern. Also tolles Infrastrukturprojekt.
Was ist von den 80 Millionen gezogen worden? Ganze 3 bis 4 Millionen. Also gar nichts. Und dann fragt man sich, ja, warum werden denn jetzt keine Radwege mehr gebaut? Die werden doch gebraucht. Und die Antwort ist dann ganz einfach. Man hat 16 Kilometer Radwege mit diesem Geld gebaut, also gar nichts. Und man würde gerne mehr, aber man hat kein Personal, also keine Firmen, die das machen können. Und deswegen passiert dort auch nichts. Und da kommen wir zu einem Thema. Das ist ein demografisches Problem. Nämlich, wir haben immer weniger Menschen, die arbeiten. Es gibt einmal aus demografischen Gründen, wir haben auch noch aus sagen wir, ideologischen Gründen immer Leute noch, die weniger arbeiten. Aber selbst aus demografischen Gründen nimmt die Arbeitskraft ab. Und wir haben gerade auch jetzt in den USA wieder offene Stellen gesehen. Also die waren extrem hoch oder die sind extrem hoch. Die Firmen können die Stellen nicht besetzen. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Lohndruck im Dienstleistungssektor vorhanden bleibt. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ja, also wenn wir uns das mal hier angucken, ja, das sind jetzt so die Zahlen, die jetzt in den letzten Tagen hier kamen, ob die Inflation dann tatsächlich so stark zurückgeht. Weil wir können natürlich noch mal einen Blick hier drauf werfen, auf diese Grafik. Denn die höchste Inflation kam hier durch gestiegene Stückkosten. Das heißt, da hatten wir Liefertermine, die einfach nicht eingehalten werden konnten, Firmen, die einfach aufgrund von Corona ihre Lager leer hatten und produziert haben, weil sie Teile nicht bekommen haben im Nachhinein. Und da sind dann eben die Preise gestiegen. Und wir hatten diese Arbeitskosten relativ niedrig. Die sind dann, nachdem man gesehen hat, Inflation zieht an, sind die Arbeitskosten dann Ende oder in 2023 schon angestiegen und in 2024 auch. Und wir sehen jetzt, wenn das nicht kompensiert wird hier durch den Negativbereich, dann bleibt die Inflation. Und dann bleibt die Inflation da. Und dann ist es durchaus fraglich, ja, wie sich die Inflation oder ob die Inflation dann tatsächlich noch weiter zurückkommt. Und dann ist es fraglich, ob wir diese ganzen Zinssenkungen sehen. So. Und das ist so ein bisschen das Szenario, in dem wir gerade stehen, nämlich, dass wir auf der einen Seite viele Zinssenkungen erwartet haben, dass die aber eventuell gar nicht mehr so kommen, weil die Inflation, die Amerikaner sagen sticky, die Deutschen würden hartnäckig sagen, und dass diese Lohninflation, dieser Anteil, der da ist, dass der bestehen bleibt. Und wenn wir uns dann nochmal gucken, dass wir dann eventuell auch noch aus anderen Gründen, nämlich aus politischen Gründen, in einigen Bereichen im Euro-Bereich zusätzlichen Inflationsdruck sehen können, dann müssen wir ein großes Fragezeichen an diese in Aussicht gestellten Zinssenkungen machen. Wieso machen wir da ein großes Fragezeichen dran? Naja, wir haben hier oben mal Frankreich stehen. Im Moment tatsächlich 2,5, das ist wie in Deutschland eine moderate Inflation, und die kann man tatsächlich auch noch irgendwo so sagen, na, im Durchschnitt kommen wir dann eben doch auf diese 2%. Also die 2% sollten zwar der Oberdeckel sein, aber na, wenn wir es mal ganz locker sehen, dann passt das so. Nur, wir haben jetzt gesehen, in Frankreich mit der Europawahl haben sich hier die Kräfteverhältnisse verschoben, und wir kennen das Programm von Le Pen. Und das ist kein eurofreundliches Programm, und das ist ein Programm, was Frankreich, die sowieso schon keine Haushaltsdisziplin haben, also die auch schon über den sogenannten Maastricht-Kriterien sind, dass die wollen noch mehr Geld ausgeben, weil sie natürlich viele Wahlversprechen auch gemacht haben. Und wenn du dann, und das ist ein Geld, was wirklich im Gegensatz zu dem Geld, was ich eben sagte, was die Zentralbanken geschaffen haben, also wenn du als Staat dich verschuldest und dieses Geld deinen Bürgern gibst, ist das auf den ersten Blick natürlich toll, aber das verursacht wirklich Inflation. Und das ist eine Sache, wo sozusagen jetzt ein Wettlauf losgehen wird, nämlich, und das haben wir zum Beispiel in den USA schon gesehen, die USA haben den Weg der Verschuldung gewählt, um ihr Wirtschaftswachstum, was deutlich höher ist als in Europa, sozusagen zu finanzieren. Und die USA gehen hin und finanzieren das, ihr Wachstum mit Schulden. Und diese Schulden, die treiben natürlich die Inflation. Und deswegen ist auch die Inflationsrate in den USA mittlerweile höher als in, wir sehen hier 3,3, ne? 3,3 USA, 2,2 Deutschland. Die ist dort höher. Und wir haben natürlich die gleichen Systematiken, die gleichen demografischen Probleme, die gleichen im Dienstleistungssektor die Inflation.
So, und von daher ist die große Frage zu stellen, werden die Zentralbanken so reagieren, wie sie wollen? So, und jetzt habe ich gerade hier, ups, einen Moment, habe ich hier gerade ein Bild euch gezeigt. Und wir wollen ja auch ein bisschen untersuchen, ja komm, wie kann sich das Ganze denn auf die Märkte auswirken? Also wie wird das, also welche Chancen tun sich hier an den Märkten auf? Und ich zeige euch jetzt mal als erstes eine ganz interessante Grafik. Und wir sehen hier in diesem Candlestick-Chart, also in dem Candlestick-Chart, in dem ersten Chart, dort sehen wir die sogenannten Zinsdifferenzen. Und da sehen wir, das sind die zweijährigen Anleihen in Deutschland minus die zweijährigen Anleihen in den USA. Und wir sehen hier, da ist die Skalierung, die sind negativ, weil du in den USA mehr Zinsen bekommst. So, an sich ist es erstmal so, haben wir die Zinsdifferenzen, aber interessant sind jetzt die Veränderungen. Und jetzt sehen wir, haben wir zum Beispiel gesehen, in 2022, da haben die Amerikaner die Zinsen hier brutal angehoben. Also die Amerikaner sind ja in ihrem Zinserhöhungszyklus viel stärker und viel schneller als die EZB nach oben gegangen und haben hier rigoros die Zinsen erhöht, bis an die 5% quasi. Und in Europa sind die Zinsen auch hochgegangen, aber nicht so schnell und nicht so hart. Sondern was wir jetzt hier gesehen haben, oder was wir hier gesehen haben, ist, dass dieser Zinsspread dadurch sich ausgeweitet hat im negativen Bereich. Das heißt, wir sehen hier, der ist größer geworden. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass du in den USA mehr Zinsen für dein Geld bekommst als in Europa. Und die orange Kurve, das ist der Kurs des Euros. Und der folgt diesem Zinsspread quasi eins zu eins. Und das ist wirtschaftstheoretisch ein sogenanntes Zinsparitätentheorem. Das kommt wiederum von James Margaret Keynes, der nämlich gesagt hat, naja, es ist doch logisch, dass sich die Devisen oder die Wechselkurse so entwickeln, wie sich die Zinsspreads entwickeln, weil Anleger, wenn sie bei gleichen Bedingungen eine höhere Rendite in den USA bekommen, dass sie natürlich hingehen werden und ihr Geld in den USA anlegen. Jetzt muss ich aber als Europäer, wenn ich in den USA 5% bekomme und in Europa nur 4% bekomme, dann kann ich ja nicht meine Euros in den USA anlegen, sondern muss dieses Geld umtauschen. Also, was muss ich eben tun? Ich verkaufe den Euro und kaufe US-Dollar. Und das führt eben dann genau zu dieser Bewegung, die wir hier gesehen haben, nämlich zu einer Abwertung des Euros, der ja hier bis unter die Parität gefallen ist in diesem Zinserhöhungszyklus. Danach konnten diese Zinsdifferenzen sich wieder, haben sich ein bisschen beruhigt, weil man ja, weil die Notenbanken auf der einen Seite, also die Amerikaner, hier eine höhere Zinsfantasie zugelassen haben. Ja, und haben ja eben gesagt, die Amerikaner werden 6 Zinssenkungen machen und die Europäer weniger. Hat den Euro ein wenig beruhigt. Aber wir sehen so in den letzten Wochen hier und Monaten, stagniert das auf einem Seitwärts, in einem Seitwärtslevel. Und dieses Seitwärtslevel, das kommt deshalb zustande, weil wir eine Synchronität der Notenbank haben. Das heißt, also die Notenbanken gehen Hand in Hand. Also Amerikaner gehen mit den Zinsen nach oben, Europäer gehen nach oben. Amerikaner gehen mit den Zinsen nach unten, Europäer gehen nach unten. Und solange du gleich im gleichen Schritt gehst, wird das keine großen Auswirkungen auf die Wechselkurse haben. Aber wenn einer mehr gezwungen ist zu agieren als der andere, dann hat das eine Riesenauswirkung auf die Wechselkurse, weil dann in dem Fall es eben dazu kommt, dass sich die Zinsdifferenzen hier wieder ausweiten. Und wenn man Devisenbewegungen sich anschauen will, dann muss man sich eine Meinung darüber bilden oder kann man sich eine Meinung darüber bilden, wie das jetzt in Zukunft aussehen wird. Ja. Und jetzt haben wir ja schon gesehen, wir haben in der Eurozone haben wir größere wirtschaftliche Schwierigkeiten, Nummer eins. Wir haben aber auch die niedrigere Inflationsrate, Nummer zwei, sodass es an der EZB ist, durchaus die Zinsen hier zu senken. Und wir haben auch, und das können wir uns auch mal gerade angucken, ach, muss ich mal gerade gucken, wo ich das habe, wir haben auch den politischen Willen, die Zinsen zu senken. Ich habe hier in dieser Grafik, das ist eine Grafik aus Bloomberg, die ist ganz interessant. Wir haben hier die einzelnen EZB-Gouverneure aufgelistet, also aus den verschiedenen Ländern.
Und die sind hier aufgelistet, wie hawkisch oder dovish sie sind. Also ob das eher Leute sind, die eine straffe Zinspolitik und Geldpolitik wollen oder eben eher eine lockere Geldpolitik. Ne? Logischerweise hängt das immer so ein bisschen mit damit zusammen, aus welchen Ländern die kommen. Das heißt, alle, die hier rechts stehen, ja, Holzmann zum Beispiel, Nagel, Isabel Schnabel, aus Holland, Nord hier, also die sind alle, oder Knot, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, die sind alle sehr, sehr zinsrigide und sprechen sich für Zinserhöhungen aus. Und man sieht hier, aber dann auch hier, die Wichtigkeit. Also, und wir sehen natürlich am wichtigsten ist Lagarde und die steht hier im neutralen Bereich, aber leicht dovisch. Und wir sehen auch schon, wenn wir uns das mal angucken, wir haben zwar hier ein Lager von Leuten, gerade im osteuropäischen Bereich, die Zinsen eher nach oben haben wollen, aber die haben nicht so einen hohen Einfluss wie dieses Lager hier. Und das ist so ein bisschen, dass die EZB bereit ist eigentlich, das hat sie auch schon angekündigt, die Zinsen zu senken. Und wir haben das von Powell eigentlich immer wieder gehört und auch von anderen US-Notenbankgouverneuren, solange die Inflation nicht in die Zielgerade reingeht in den USA, denkt man da nicht eben unbedingt an diese Zinssenkungen. Und damit wird diese Synchronität der Notenbanken wahrscheinlich verschwinden. Und das würde bedeuten, dass der Zinsspread sich wieder zugunsten der USA ausweitet, also zulasten des Euros, wieder hier negativ. Und wir haben gesehen, letztes Mal, das war hier, ist der Euro massiv damit unter die Räder gekommen. Und diesmal ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Gleiche wieder passiert, aufgrund unterschiedlicher Inflationsentwicklung, aber auch aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen, die die Notenbanken treffen. Hinzu kommt dann noch ein zweiter Punkt, der hat eigentlich nichts mit dem Thema Inflation direkt zu tun, aber ich habe ja gerade die politische Instabilität von Frankreich angesprochen. Und sollte es hier tatsächlich zu einer Mehrheit von Le Pen kommen, wird diese, die sind ja auch Euroskeptiker und eurofeindlich, werden die versuchen, hier diesen ganzen Regularien, die die Eurozone mal aus gutem Grund zur Stabilität aufgelegt hat, versuchen zu entkommen und werden beginnen, hier noch mehr Schulden aufzunehmen. Und das wird eine Belastungsprobe für den Euro sondergleichen werden. Wir haben das gesehen, dass Länder das immer wieder probiert haben. Wir haben das gesehen in England nach dem Brexit, dass man hier, Liz Taylor hat das versucht, auch hier die Haushaltsdisziplin zu schwächen. Allerdings ist die brutal bestraft worden vom Markt. Nämlich der Markt hat dann gesagt, okay, wenn du das meinst, du musst dich mehr verschulden, dann zahlst du ab jetzt höhere Zinsen. Und das heißt, die haben gar keine Notenbank gebraucht und die musste ganz schnell wieder zurückrudern. Und das in Frankreich kann das sozusagen der Markt Frankreich auch bestrafen. Und es wird dann so sein, dass die EZB dann eine Entscheidung treffen muss. Es war ja damals, ihr erinnert euch an die Griechenland-Krise, dass die EZB gesagt hat, ja, wir helfen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und das heißt, das gäbe durchaus noch eine Möglichkeit, dass man hier sozusagen in die Disziplin über die Märkte gezogen wird. Aber wir haben das auch an anderen Ländern gesehen, Türkei zum Beispiel. Die haben gesagt, ist uns vollkommen egal. Und die sind dann in die Inflationsspirale mit sinkenden Zinsen oder niedrigen Zinsen gegangen. Und das hat zu einer brutalen Abwertung der türkischen Lira geführt. Und dieses Risiko ist definitiv da. Ja, und wenn wir jetzt mal alle Fakten zusammenlegen, dann haben wir eigentlich eher so ein Szenario, was negativ ist für den Euro, was den Euro massiv abwerten könnte und dürfte, wenn eben jetzt hier dieser Inflationsspread und der Zinsspread sich so ausweitet, dass wir hier tatsächlich mit der EZB in 2023 in die nächsten Zinssenkung gehen, mit der amerikanischen Notenbank nicht. Einzige Szenario, was ich bedenken kann, was dagegen spricht, wäre, die Inflation in den USA kommt jetzt ganz schnell nach unten, sodass die Notenbank, weil sie einen höheren Zinssatz hat, relativ zum Euro gesehen hat, mehr Zinssenkungen noch machen kann in 2024. Aber das ist also ein Szenario, das ist liegt im Moment nicht auf dem Tisch. Ja? So. Das liegt im Moment nicht auf dem Tisch und das muss man eben einfach mal ganz klar
sagen. So, und von daher ist das für mich auch das wahrscheinlichste Szenario, dass der Euro durchaus eine Chance hat, hier wieder Richtung Parität zu gehen. Bürger, mal eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, wenn, also wir sind ja nach wie vor als Deutschland sehr exportorientierte Wirtschaft. Und wenn der Euro-US-Dollar-Kurs fällt, dann werden ja die Produkte für die Ausländer, wenn sie hier in Deutschland kaufen, preiswerter. Ist das jetzt nicht wieder was, was dann unserer Wirtschaft eigentlich gut tut, sprich also dem DAX gut tut? Ja, also ein etwas schwächerer Euro tut definitiv dem DAX gut. Also das würde dem DAX gut tun. Und es ist auch, wie gesagt, wenn das moderat passiert, kann man sich ja vorstellen, wenn du ein Auto im Ausland verkaufst und die Währung ist 10% abgewertet, 10% billiger und bietet dann natürlich definitiv einen Wettbewerbsvorteil, der dann da ist. Also ist durchaus ein positives Szenario, ein schwacher Euro, wenn er nicht zu schwach wird für den Aktienmarkt. Also ist er, Ja. also erstmal ist es gut, aber du sagst ja selber, es darf natürlich auch nicht ausufern von der Abwertung her. Es darf nicht aussuchen. Also du hast im ersten Blick hast du einmal die sinkenden Zinsen, die gut wären, ja, für den Aktienmarkt, weil die Konkurrenz einfach vom Bondmarkt nicht da ist. Du hast die abgewertete Währung, die für die Exportnation gut ist. Für eine Importnation wäre sie nicht gut, aber wir sind eine Exportnation, dafür definitiv gut. Ja, und von daher, und es gibt noch einen dritten Faktor, der gut wäre für den Aktienmarkt, weil was viele nicht wissen ist, dass die Banken bei der EZB ihre Überschüsse anlegen können, ja, also über Nacht, also alles Geld, was sie nicht verleihen, und sie kriegen dafür den Zinssatz, den die EZB auch selber festgeschrieben hat. Das heißt, im Moment kriegen sie sicher 3,75%. Ja, so, und da musst du natürlich nicht zweimal überlegen, was du mit deinen Überschüssen machst. Die parkst du einfach bei der Hurra. EZB. Wenn die Zinsen Hurra. sinken, dann wird das nicht mehr so interessant, aber im Moment machen die Banken Milliardengewinne auf Kosten der EZB. Die EZB muss die Zinsen bezahlen. Bei sinkenden Zinsen werden die Banken dann auch wieder hingehen und sagen, okay, was machen wir mit dem Geld? Und gehen dann entweder in die Kreditvergabe oder gehen auch dann wieder ein bisschen mehr in risikoreiche Assets. Auch das wäre ein Faktor, der dann den Markt positiv beeinflussen kann und ankurbeln kann. Oh, das ist auch Ja. nochmal ein interessanter Aspekt, weil du ja jetzt als Bank eher das Geld bei der EZB parkst, als Kredite zu vergeben. Das könnte dann wiederum die Investitionen ein bisschen bremsen, ne? Also auch ein interessanter Genau, Faktor. das tut es ja auch. Also wir haben eigentlich mehrere Effekte, die eigentlich dazu führen können, dass wir aus dieser kleinen Wachstumsstelle gut rauskommen können. Ja? Eben auch die gestiegenen Reallöhne bei den Leuten, weil diese rückgängige oder niedrigere Inflation jetzt, das hilft eigentlich alles ein bisschen, ja, die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Und das kann auch so ein bisschen ja, einen Wachstumsschub geben, wenn es jetzt nicht die Ampelregierung wieder in der Stimmung vermasselt. Ja? Weil wissen wir selber, es gehört auch immer eine positive Stimmung dazu. Ja. Absolut. Ne? Ja. Andere Frage, die hier aus dem Publikum kommt. Wenn der Trump jetzt die Wahl gewinnt, ist ja sehr wahrscheinlich nach der letzten Fernsehdebatte, ist das eher inflationstreibend oder eher inflationsmindernd? Ja, alle populistischen Parteien, egal was es ist, es wird sich auch übrigens auf Deutschland beziehen, ist inflationstreibend, weil Populisten machen einfache Versprechen, die erstmal keine Rücksicht nehmen, egal ob das linkspopulistisch oder rechtspopulistisch ist. Das ist also, ja, das haben wir auch in vielen Ländern in der Wirtschaftsgeschichte gesehen. Sie scheren sich nicht um Wechselwirkungen, die dann da sind, auch die langfristig da sind, sondern nach dem Motto, naja, die nehmen dann eben, also die werden die Schuldenkurbel antreiben, jeder. Ne? Und die Biden-Regierung hat das, die ist zwar keine populistische Regierung, aber die haben schon sich der Schulden bedient. Also Trump hat davor das gemacht und man wird dann noch mehr Gas geben. Also da tun die beiden sich nichts. Und das ist jetzt, das wird Le Pen machen, das würde hier in Deutschland passieren, wenn AfD das machen könnte. Das wird überall so laufen, weil man versucht dann einfach Probleme mit schnellem Geld zu lösen. Ja? Ist nicht immer dann langfristig das Beste,
weil die Probleme haben ja häufig strukturelle Ursachen und die müssen gelöst werden. Aber das ist natürlich viel, viel schwieriger zu machen und deswegen ist es ein Weg, den Politiker immer ungern gehen. Ja. So, und ja, deswegen, Trump wird jemand sein, der wird auch versuchen, massiv auf Zinssenkungen einzuwirken. Der hat zwar Powell damals eingesetzt, aber er wird sicherlich da Korrekturen vornehmen. Also der Trump, wenn er zurückkommt, der Wiederkehren, der wird mit sehr eisernem Besen fegen, sagen wir es mal so, was sicherlich ja, sehr viel Volatilität verursachen wird. Ja. Okay. Ja, gerade vielleicht deswegen, weil er den Paul ja eingesetzt hat, ja. Ja, genau. Ja. Also der wird sicherlich darauf drängen, dass die Zinsen auch massiv nach unten gehen. Ja, also der wird ja, versuchen, alles zu machen. Man muss ja sagen, also die Amerikaner haben ja eigentlich Wirtschaftswachstum. Also denen geht es ja eigentlich nicht schlecht. Also die Wirtschaft pumpt da. Ne? Nur das Problem, was generell da ist, ist, als Bürger empfindest du selbst, du vergleichst dich nicht mit vor 10 Jahren und vor 20 Jahren, du vergleichst dich mit anderen Menschen. Und wenn der Wohlstandsspread ausgeht, das heißt, dass du Leute hast, die immer reicher werden und ja, mit denen vergleichst du dich. Du vergleichst nicht, mir geht es eigentlich besser als vor 10 Jahren und so. Ne? Ja. Das ist das Problem in der Wahrnehmung von vielen. Ja? Und das macht dann eben die Tür auch auf. Ja, dass dann nicht unbedingt immer die klügsten Entscheidungen dann kurzfristig getroffen werden. Ja, absolut. Ja, also ich persönlich, wie gesagt, sehe die größte Chance tatsächlich in den Währungsdifferenzen, die kommen. Der Euro wird von zwei Seiten attackiert, einmal von der politischen Seite, der andererseits aber auch durch die etwas schnelleren Zinssenkungen der EZB, die auch gerechtfertigt sind aufgrund niedrigerer Inflationserwartungen. Und wir haben durch das schwächere Wirtschaftswachstum auch nicht so viel Power, höhere Löhne durchzusetzen, wie das in den USA der Fall ist. Und das tut dann in der Währung eigentlich die Chance auf, dass da, das ist immer, man muss immer überlegen, wir versuchen natürlich, wenn wir traden, in Szenarien zu denken. Und Szenarien bedeutet immer, wir machen nicht eine Prognose. Prognose ist immer, man tradet eine Meinung und dann bleibt man bei seiner Meinung, komme was wolle. Wir machen das so, dass wir natürlich alle Daten, die wieder einfließen, dafür habe ich eben auch mein Bloomberg-System, Tag für Tag, Woche für Woche betrachten und dann gucken daraus ein Gesamtbild, sind wir on track in diesem Szenario, so wie das hier zum Beispiel in dieser Abwärtsbewegung war, immer die Ausweitung, oder sind wir nicht on track? Und im Moment ist unser Szenario komplett on track, also Inflationsraten hier sinken stärker als in den USA, Notenbankpolitik wird stärker senken und das politische Risiko noch. Die Märkte verharren hier im Moment noch ein kleines wenig, also weil sozusagen der Startschuss für die nächste Zinssenkung, man sich noch nicht so genau sicher ist, ob die jetzt dann wirklich kommt durch diese Sommerpause. Ja. Ja. Man muss aber übrigens dazu sagen, auch Sommerpause hin oder her, Notenbanken können natürlich jederzeit Zinsen senken oder erhöhen. Also sie müssen das nicht auf den Zinstermin tun. Nur sie machen das meistens auf den Zinstermin, also alles andere sieht nach Panik aus. So. Na klar, du willst ja da auch keine Unsicherheit schüren, Genau, sozusagen. ja. Ja, ne? Also das sind so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Im So. Moment nicht, also im Moment, das waren jetzt so die Sachen, die kamen. Ja. Ja, dann können wir vielleicht, also wie gesagt, wenn das Ganze interessiert, so, wer so ein bisschen sagt, okay, das hört sich ganz interessant an, und wie geht so ein Trader vor? Also, wie gesagt, dass man nicht eine Meinung handelt, sondern dass man in Szenarien denkt, dass man diese Szenarien tradet, dass man das mit Risikomanagement verknüpft. Wir haben bei unserer Akademie bilden wir ja Trader aus. Wir bringen das den Leuten auch so bei. Und wir haben immer einen Einstieg. Das ist unser sogenanntes Level 1, ja, wo man das Genau. Trading lernen kann. In 90 Tagen, wir sind jetzt gerade gestartet, also kann man noch einsteigen die nächsten 2 Wochen. Und in diesem 90-Tage-Seminar, also kriegst du schon einen richtig guten Einblick, wie denn Trading wirklich funktioniert. Und da haben wir mit euch zusammen auch eine tolle Aktion.
weil das wäre komplett kostenfrei für Neukunden bei euch mit einer Kontoeröffnung verbunden. Ja? Genau, Ansonsten so ist es. ist es auch ein ganz günstiger Preis, kostet nur 498 Euro. Für 90 Tage kriegst du da wirklich richtig viel. Ja, und wen es interessiert, das ist eben unsere Webseite. Ich habe sie oben eingeblendet, prada.info. Da findet ihr auch nochmal was an Informationen. Oder wenn ihr eine Beratung wünscht, könnt ihr euch einfach gerne nochmal für ein Erstgespräch eintragen und euch dann nochmal beraten lassen, was für euch vielleicht das Beste auch ist, um euer Know-how, also um eine Investition in euch selber zu tätigen. Ja, Ja. was wir auch machen können ist, ich habe hier noch eine kleine Umfrage, die würde ich noch mal kurz starten. Wer da also Interesse hat, an Ja. diesem Programm teilzunehmen, ne, an dem Level 1, es geht wirklich 90 Tage, ist wie gesagt jetzt gestartet. Man kann da noch einsteigen. Wenn man ein Konto bei WH Self Invest eröffnet, wird das Ganze von uns komplett gesponsert. Das heißt also, ihr zahlt nicht die 498 Euro, sondern könnt da kostenlos daran teilnehmen. Dann jetzt auf sehr wahrscheinlich klicken. Ja? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bei WH Self Invest ein Konto öffnen? Dann klickt da einfach drauf. Sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Bin bereits Kunde bei WH Self Invest. Dann können wir da Kontakt aufnehmen und das natürlich eintakten, ja? Dass ihr noch in den Genuss kommt, an dieser Aktion teilzunehmen. Als neues Konto gilt übrigens jedes neue Konto. Es ist völlig egal, was ihr da macht, ob ihr ein CFD Forex, ein Future-Konto, ein Free-Stocks-Konto oder auch ein Multi-Market-Konto öffnet, ist völlig egal. Es gilt jedes Konto. Nein, Free-Stocks nicht, Entschuldigung, das war jetzt falsch, aber das Multi-Market-Konto, was wir neu haben, das zählt auch mit dazu. Ja, Okay, das ist auch super. vielleicht gut nochmal zu sagen. Also, ich bin ja bekannt als kurzfristiger Trader, aber natürlich bringen wir Leuten auch Trading-Strategien bei, weil ich weiß, dass nicht jeder Zeit hat, den Day zu traden. Also, das heißt, meine Strategien sind auch auf längeren Zeiträume anwendbar und auch auf verschiedene Assets. Das heißt, man ist jetzt nicht irgendwie, man muss nicht in Future handeln. Man kann das auch mit einer Aktie zum Beispiel umsetzen. Ja, wir haben viele Schüler, die setzen das auch um. Und vielleicht für den einen oder anderen, der es noch nicht gehört hat, wenn ihr euch ein bisschen auskennt und denkt, ja, aber Future, das geht doch nicht mit dem Verrechnungsverbot, was die Scholz-Regierung ja in 2020 erlassen hat. Da gab es jetzt gerade frisch ein neues Urteil vom obersten Finanzgerichtshof in München, die auch wieder bestätigt haben, das ist nicht verfassungskonform. Ich habe dazu auf YouTube heute auch ein Video gemacht. Das heißt, das ist jetzt endgültig vom Tisch. Die Bundesfinanzverwaltung wird das demnächst in ihrem Anzeiger veröffentlichen. Und das heißt, da muss man sich jetzt keinen Stress mehr machen mit diesem Verrechnungsverbot. Da wird es also einige Änderungen auch wieder zum Positiven für Trader geben. Ja. Ja, das ist sowieso wirklich sehr gut. Hat zwar lange gedauert, ne? Du hast gerade gesagt 2020, ne? Ja. 4 Jahre haben wir da diesen Zustand gehabt, der jetzt eindeutig als verfassungswidrig erklärt wurde. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, das ist super. Also es ist, wie gesagt, das Gesetz gibt es immer noch, aber in der deutschen Finanzrechtsprechung ist es so, wenn dieses Gericht entscheidet und das dann im Bundesanzeiger quasi nochmal veröffentlicht wird, dann halten sich die Finanzämter daran, weil sie wissen, dann ist es auch zwecklos nochmal. Es gibt keine höhere Instanz, gegen wo man nochmal klagen kann und dann wird das einfach auch nicht mehr vollzogen und Ja, ich umgesetzt. glaube auch, da wird man auch dann, also gut, es gäbe noch das Bundesverfassungsgericht, aber ich glaube, den Schritt will man sich einfach ersparen. Ja, das ist also eine Peinlichkeit sondergleichen dann. Ja, Also ist auch eben. Anlegern Klagen vorhanden schon, aber da gibt es dann so Priorisierungsreihenfolgen. Das dauert auch noch, aber man muss sich da definitiv keine Sorgen mehr machen. Ich habe jetzt nochmal mit Steuerexperten gesprochen. Die Aussetzung der Vollziehung ist bereits Beschluss in diesem Urteil gewesen und darauf kann man sich beziehen. Und ja, damit ist man eigentlich wieder in der ganz normalen Steuer zurück. Ja. Ja, das war ja auch schon in dem Urteil, was Anfang Dezember von einem Ja, Finanzgericht in Rheinland-Pfalz kam. Finanzgericht und das war noch nicht das Höchste und jetzt haben wir das Höchste erreicht. Dann hat Ja, der nee, Finanzgericht. also das war eine niedrigere Instanz, aber auch die haben ja die Vollziehung des Bescheides vom Finanzamt ausgesetzt. Das war ja schon mal der ganz entscheidende Punkt bei dem Ganzen. War schon mal der entscheidende Punkt und dann ist die Finanzverwaltung dann gesagt, ja, das akzeptieren wir nicht, wir gehen eine Ebene höher. Ja, da sitzen dann aber noch mehr Richter und die sind auch wieder zu dem gleichen Schluss gekommen. Und es ist ja liegt ja offensichtlich auf der Hand. Also es kann ja nicht sein, dass du für was besteuert wirst, was du gar nicht verdient hast. Und Völlig das klar. kann die Ja.
umgesetzt sein. Ja. Von Ja, daher bin ich da sehr gute beruhigt Nachrichten. oder sind Nachrichten für Gute Trader Nachrichten und für alle, die CFD, Forex, Futures und Optionen auch handeln wollen, weil das galt ja auch genau, für die auch Optionen. Optionen, Income-Strategien, alles das ist jetzt wieder gut machbar und ja, hilft. Wunderbar. Und wir Das brauchen ist die Best. keine GmbH mehr unbedingt dafür. Das ist auch gut. Gut, Genau. dann, ja, ich glaube, dann haben wir es soweit. Also vielleicht kann ich noch mal ganz kurz hier den Bildschirm zoomen, um eine Sache noch ganz kurz zu zeigen. Und zwar, so, da sind wir. Wer auch noch mal Bedarf hat, über solche Themen vielleicht zu sprechen oder mit mir mal überhaupt sprechen will, über sein Trading, über was er da machen kann, welche Plattform für ihn die richtige ist, welches Konto für ihn die richtigen sind, ist auch mal so eine Sache. Wir haben jetzt ja doch eine relativ breite Produktpalette, wie man an den Bürgerkurs kostenlos kommt, wie das alles funktioniert. Dann poste ich mal hier noch mal den Calendly-Link rein und da könnt ihr dann draufklicken und mit mir und in diesem Calendly-Tool praktisch einen Termin buchen, halbstündiges Telefonat. Dein Link war tradak.info, ne? Genau, richtig, genau. Alles Fragepunkt. Vielleicht klar, dann kannst du den auch mal mache ich den auch noch mal kurz. rein, dann kann da jeder noch mal auf die Homepage von der Tradak, der European Trading Academy, rauf und sich da informieren. Das ist auch eine ganz schöne Sache, das ist auch nicht irgendwie sehr zeitaufwendig oder man muss da sich Zeit freischaufeln. Gerade im Level 1 geht alles über Videoeinheiten, Ja. die man beliebig angucken kann. Das ist schon mal sehr wichtig. Ein bisschen Genau. Live-Trading gibt es von dir auch. Und was ich auch immer ganz schön finde, am Ende dieses Quartals, also es wird dann Ende September der Fall sein, gibt es dann ein sogenanntes Get-Together, wo man sich dann mal treffen kann, ne? Die Genau, ganzen das hatten Teilnehmer. wir jetzt gerade letzten Freitag gehabt, hatten wir bei Ah uns ja. die Leute haben wieder zu Besuch, die haben sich dann meinen Handelsraum, mein Büro angeguckt, haben nochmal einen Seminartag bekommen, war eine ganz tolle Veranstaltung und ja, hatten wir auch sehr viel positives Feedback wieder bekommen. Ja, die sind jetzt mit dem Level 1 durch. Viele gehen dann jetzt in das Level 2 da weiter. Und ja, also ihr lernt uns auch persönlich kennen. Wir sind nicht irgendwo in irgendwelchen fernen Ländern oder so, sondern auch immer persönlich ansprechbar. Ja. Ja, das ist wichtig. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Es geht ja schließlich um Geld. Genau. Ja, super. Vielen lieben Dank, Bürger, für deine Zeit. Der Ton war jetzt ein bisschen schlecht, bitten wir zu entschuldigen, aber es war jetzt auch Ja, so ich kurzfristig nicht kann mehr änderbar. Wir haben es versucht, aber ich hoffe, es kam trotzdem rüber. Ich konnte jedenfalls alles gut verstehen und gut. insofern nochmal vielen Dank dafür. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ja, und Ihnen dann auch noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben. Und ja, ich sehe auch schon, ne, Ja, schon, ne? So eine eine klare. klare Aussage zur Aufhebung der Verlustverrechnung habe ich bisher noch nicht gehört. Großartig. Danke. Genau. Das nehmen wir alle sehr freudig zur Kenntnis. Und ich denke, da wird es auch noch ein bisschen mehr Informationen dann demnächst geben. Dankeschön. Schönen Abend für Sie. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.